Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici. Ich erzähle euch eine Geschichte über den Sternenhimmel. Es gibt dort ein Königreich und passiert immer wieder etwas Neues. Ist immer was los? Der König macht gerade eine kleine Reise und besucht seine Verwandte. Im Land ist Unruhe. Die Menschen verspüren, es werden Veränderungen geben und sie sind so unsicher. Manche haben sogar Angst vor einem Neuanfang. Die Königin bleibt lieber zu Hause und kümmert sich um den Königshof, dass es alles gut läuft. Sie bringt gerade alles in Ordnung. Der hübsche Prinz ist schon angekommen und die Königin kümmert um ihn und führt auch wichtigen Gesprächen über seine Familie, über sein Zuhause und was er vorhat. Der Prinz fühlt sich wohl im Königshof wie zu Hause, aber über die Zukunftspläne spricht er noch nicht. Es wäre noch zu früh, das sagt sein Bauchgefühl. Die schöne Prinzessin würde das gerne hören, was er vorhat. Ihr fehlt gerade diese Sprache, diese Klarheit, fehlt die Orientierung. Aber sie sollte lernen, in Vertrauen bleiben und geduldig zu sein. Und seine Gefühle, seine Nähe genießen, ohne Worte. Und morgen kann schon ein Traum wahr werden. Diese Geschichte, was ich euch erzählt habe, hat selbstverständlich astrologische Hintergründe. Sonne befindet sich in Zeichen Zwillinge. Und das bedeutet, der König macht eine kleine Reise und besucht seine Verwandten. Das passt gut zum dritten Lebensbereich. Mond, Mars und Merkur befinden sich im Krebs und handelt sich um Zukunftspläne bezüglich auch Familiengründung oder Gesprächen über familiäre Angelegenheit, über ein Zuhause. Mond, Mars und Merkur im Krebs befindet sich im Mondhaus Pushya nach indischen Astrologie. Und das ist dieses Bauchgefühl zu haben, wann ist der richtige Zeitpunkt, über Gefühle zu sprechen oder Familiengründung zum Sprechen. Und für den Prinz ist das noch zu früh, auch wenn die Prinzessin das gerne hören möchte. Venus ist nämlich im Mondhaus Mruga und wird von Orion bestrahlt. Und es ist jetzt wichtig, dass die Prinzessin in Vertrauen bleibt, bis da Orientierung da ist. Sonne nähert sich zu einer rückläufigen Jupiter-Verbindung, einer sogenannten Quinkungsverbindung. Das sind immer noch Unklarheiten bezüglich auf eine rechtliche Lage. Mars nähert sich zu einer Opposition zum einen rückläufigen Saturn. Es ist noch nicht so weit. Aber bald trifft es ein, dass etwas in Ordnung bringen muss und jemand setzt die Kraft ein, das, was die Königin gerade vorbereitet. Die Königin macht Ordnung im Königshof. Im Krebs, Tierkreiszeichen Krebs, symbolisiert auch das Zuhause.
Mond bildet sich eine Konjunktion zum Mars und bildet sich auch eine Konjunktion zum Merkur. Mond symbolisiert die Königin und die Königin führt Gespräche. Das ist Merkurenergie mit dem hübschen Prinz. Das ist Marsenergie. Thema ist Familie, Familiengründung, Zuhause. Das ist wieder dann die Krebsenergie. Mars und Venus hat eine harmonische Verbindung und das ist das Schöne in die Liebe. Und das soll die Prinzessin auch vertrauen. Mond bildet sich ein Quadrat zum Uranus. Das ist Spannung und belastet unser Nervensystem. Immerhin Uranus herrscht astromedizinisch über unserem Nervensystem. Und das sind die Veränderungen. Das, was im Land passiert, erzählt auch diese Geschichte davon. Morgen kann ein Traum wahr werden. Warum? Mond befindet sich morgen in seiner Umlaufbahn im nähersten Punkt zum Erde, aktiviert unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte und weil das so nah ist zur Erde, das kann Realität werden. Erde, unserem Planet Erde, erreicht in seiner Umlaufbahn die weiteste Punkt aus der Sonne ausgesehen. Und das bedeutet, es ist schwierig, neu orientieren. Es ist schwierig, klärenden Gesprächen führen. Es ist schwierig, die Wahrheit erkennen oder etwas klar und deutlich sehen. Viel wichtiger ist das Vertrauen, geduldig zu sein und in diesem Vertrauen bleiben. Was ich in dieser Geschichte auch erwähnt habe, die Prinzessin soll im Vertrauen bleiben und seine Nähe fühlen. Es ist viel, viel wichtiger, intuitiv handeln, auf unseren Gefühlen vertrauen, als jetzt versuchen, etwas zum Klären. Und das war die Hintergrundinformation für meine Geschichte. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.